Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Yankee wartet wohl am Amphitheater auf mich. Machen wir zu einer weiteren Folge von Spider-Man Miles Morales. Es ist schon sehr lang. Ich glaube, es reicht, wenn ich sage Spider-Man, oder? Ich wollte einen Lufttrick machen, da war ich schon am Boden. Okay, warte. Nochmal. Oh mein Gott. Aber das Coole ist, das sind Sachen, die mussten wir im letzten Teil alle freischalten. Und hier können wir das einfach alles schon. Das finde ich richtig gut, dass wir das nicht wieder alles freischalten müssen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Du hast einen neuen Anzug freigeschaltet. Anzüge können im Anzüge-Menü auf der Anzugseite ausgerüstet werden. Komm wieder, wenn du weitere Anzüge freigeschaltet hast oder wenn du deinen Anzug wechseln möchtest. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Peter, Alter. Peter und sein Humor, ne? Ja, guck mal. Das sind die Anzüge alle. Okay. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Okay. Willkommen bei Just the Facts. Mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, ja. Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt wegen ein paar Ehren-Superhelden. Gibt's nicht was Besseres? Oh, von dem hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hawk mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonnieren! Danicast, neuer Lieblingspodcast. Sehr gut. Hier bin ich richtig. Pete hat ja so einiges vorbereitet. Ah! Mensch, ich wollte dahin. Okay. Miles, freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Okay. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jede ist auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holo-Training? Oh, ich bin bereit. Okay. Zuerst Luftkampf. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Ja, okay. Luftschleuder ausführen. Ja, ist okay. Ja. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jetzt mein Lieblingsmove. Der Schwungtritt. Diese Holotechnologie ist top. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Noch eine Spider-Fertigkeit, Entwaffnung. Okay, jetzt bin ich runtergefallen. Okay. Es
Entwaffnete Gegner sind ungefährlicher und es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doppeleffekt. Okay, ja. Der Hammer. Ein Hoch auf Peter Parker. Jetzt kombinieren wir die Moves. Okay. Sehr gut unter Kontrolle. Und sie machen abgefahrene Geräusche. Au. Wie kann mir das Hologramm denn bitte wehtun? Hey, halt das mal bitte! So. Überraschungsrunde. Denk schnell. Okay, ich hab's drauf. Da kommt noch mehr. Achtung! Das möchte ich gern zurückgeben. Erfasse feindliches Ziel in der Luft. Ja. Sieht gut aus, weiter, Kumpel. Bam. Piff, paff, puff, peng. So, haben wir's? Was ist denn noch mehr? Und das ist dein Bingo! Okay. Ah, Bluescreen des Todes. Tonnen von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh shit! Spider-Man! Holt ihn euch und dann das Zeug! Okay. Wollt ihr euch welche einfangen? Ja? Okay, dann los! Schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug! Das wird euch ein Vermögen einbringen! Das ist Mist, das ist offizielle Spider-Man-Technik! Und ihr seid keine Vertragspartner! Das ist korrekt. Ja klar, jetzt kommen die halt auch noch! Keine Stichelei. Das war ein Volltreffer. Piff, paff, puff, peng. Schubst dich vom Dach. So. Systemfehler. Okay. Das war's für die Technikdiebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Colonel Panic. Ich setze das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen, Lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Okay, da haben wir wieder die Kampfherausforderung. Oh Mann. Gut. Ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ah, ja. Ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Venomkraft. Hey Freunde, danke für die Weiterempfehlung dieses Podcasts. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich, wow. Okay, okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Ich beantworte Fan-Nachrichten. Nummer 1. Woher kommst du, Danica? Ich komme aus Fuzhou in China. Das
ich 6 war, kamen wir nach New York. Nächste Frage. Welches Mikro nutzt du? Ein lilafarbenes? Oh. Hallo, ich bin Simon Krieger und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet, angetrieben von Nuform. Roxanne, wir sind für Sie da. Was war das? Es ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Sie haben nach Nuform gesucht. Miles? Was hatten sie nur damit? What the heck? Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Nee, feine Mutti wartet immer noch auf ihre Kokosmilch. Was für eine Technologie. Aber Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Wir halten ihn hier auf. Alter, wie viel vertragen die denn? Cooler Finisher. Euch kenne ich ja noch gar nicht. Hübsche Leuchtstäbe. Das will man die neuen Waffen. Hier schon auch noch welche. Memory Metall? Memory Metall? Wir gehen erst, wenn wir hier fertig sind. Oh Gott. Dali, Platter! Boom. Bin ich irgendwie vorbei geflogen. Oh, Bombe! Du hältst es nicht auf! Was denn? Oh, da. Da sind ja noch mehr. Kann ich da rein? Danke. Komm schon, finde den Transportweg. Hey, ist bei der Plaza? Yep, du hattest recht. Ist das dein Eindruck? Sie sind wohl hinter Nuform her. Nuform? Das Zeug in dem Reaktor? Es ist noch nicht eingebaut. Sie reden über Lieferung. Seltsam. Bam. Seltsam. Hey, ich habe die Einkäufe für deine Mama erledigt. Aber sie fragt sich, wo du bleibst. Guter Genki. Das Essen ist gleich fertig. Mist. Okay, ich bringe es zu Ende. Danke, Mann. Sie wollen es nur vom Lager. Gott. Wieso springen die denn so krass? Was haben die da für komisches? Was da? Au. Alter. Okay. Yeah.
ins Gesicht, Junge. Stiefel ins Gesicht. Ich kann ihre Waffen zerstören. Crazy. Aber das bringt nichts. Komm wieder runter! Hast du das ganze Büro hier auseinandergenommen? Okay, wir prügeln uns über den Tisch. Ist okay. Oh Gott. Shit. Ja. Passt auf deine Strohwaffe drauf! Oder was das auch ist! Wieso steht denn der jetzt da in dieser blöden Ecke? Okay, einer noch. Wo? Oh. Wo ist der eine? Hä? Da unten. Das ist wieder der Günther. Der kommt wieder zu spät zur Party. So. Es gibt in jedem Spiel diese Günther, die immer zu spät zur Party kommen. Sie haben von Luftraumlieferung geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Ah, hier. Sie verfolgen Luftraumlieferung. Aber warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Oh. Wir haben erstmal das ganze Gebäude in Schutt und Asche gelegt, aber hey. Wir gehen Osten. Ich muss nach Hause. Ja. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ja, yep, würde ich sagen. Ich sehe mir diese Gruppe und die Nuform-Sache morgen an. Das klingt nach einem guten Plan, Miles. Ist es zu kalt zum Umziehen? Sieht gut aus. Okay. Gut, dass Genki ein paar Wochen bleibt. Wir werden ein paar Nachtschichten einlegen müssen. Der bleibt ein paar Wochen und muss auf dem Fußboden pennen, der Arme. Den habe ich mit Pete gesehen. Er hat am Ende geheult. Okay, ich auch. Amor wieder in Gano. Okay. Martinier-Vorstellung. Der Fernseher ist so alt wie Abuela. Ist da eine Playstation drin, dem Karton? Naja, sowas ähnliches. Ideen für Spider-Anzüge. Mom sollte das lieber nicht sehen. Nein. Sollte sie lieber nicht. Das macht sich die Mutti nur Sorgen. Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Ah, okay, das ist die Wohnung von der Mal Oma. Mal sehen, woran Genki arbeitet. Oh, Speed Nanogun. Kann kaum erwarten, dass es fertig ist. Okay. Wir warten immer noch Sachen von Abuela auf ihre Reise nach Puerto Rico. Das ist schon geil, wenn du in deinem Kleiderschrank die Klamotten von deiner Oma hast. Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet der Highschool in den Allerwertesten treten, Rick. Wir sind jetzt also ein Jahr nach Spider-Man. Okay. Was war das? Alles gut, nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Okay. Ah, Nadja. Echt jetzt? Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Mijo. Hallo? Hey, Nadja. Haben
wir schon die Genehmigung für morgen? Okay. 15 Jahre in Brooklyn ohne einen Fleck. Und dann kommt Harlan. Tja. Vielleicht ein Zeichen. Ich dachte, wir hätten die Formulare schon unterschrieben. Hey, warte auf die Essenszeit, bitte. Ja, Ma'am. Ich wollte ja nur mal gucken. Okay, ich soll die Wohnung vorbereiten. Was soll ich denn machen? Musik auflegen, hat sie gesagt. Das Essen sieht aber ganz gut aus. Also bevor ich Musik auflege... Ich hätte die Formulare schon unterschrieben. Ich guck hier nochmal. Nein. Ja, doch. Ach, es nimmt kein Ende. Ist der geheime Gast Onkel Aaron? Un segundo. Du weißt, dass ich ihn nicht hier haben möchte. Ich dachte nur... Ach, egal. Wir reden später darüber, ja? Okay. Nadia, bin wieder da. Okay. Der geheime Gast ist nicht Onkel Aaron. Sicher, ja. Können wir die Klospülung ziehen? Ja, funktioniert. Ich dusche dreimal so oft, seit ich mit diesem Heldending angefangen habe. Nein, nein, das glaube ich nicht. Die Haare sind okay, oder? Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Hey, diese Tapete ist so typisch Abuela. Mom hat hunderte davon bestellt, weil Dad in einem Artikel erwähnt wurde. Wer ist Spider-Man? Wenn du wüsstest, Mom. Tja. Bevor ich's vergesse, danke, dass ich die Ferien über hier bleiben kann. Jederzeit, Mann. Gefällt's deinen Eltern auf Hawaii? Sie haben mich vorhin vom Gipfel des Haleakala aus angerufen, also geht's ihnen wohl gut. Ich wollte Weihnachten in New York nicht verpassen. Nein, das ist die schönste Zeit des Jahres. Hab ich doch gesagt. Okay, haben wir uns ja schon umgesehen. Okay, dann machen wir jetzt mal die Musik. Was war hier gerade noch? Mams Kandidatur für den Stadtrat ging schnell. Mm. Die Leute in Harlem lieben sie. Okay. Mama möchte Stadträtin werden. Keine Platten. Hey Mom, wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke. Okay. Mhm. Da wissen wir ja jetzt, wo es ist. Was ist das? Muss beim Umzug hier gelandet sein. Eine von Dads alten Fallakten. Wer ist der Prowler? Ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Die habe ich seit dem Rathaus nicht angefasst. Dads Lieblingsalbum. Es lief jeden Sonntag, wenn er Kaffee gemacht hat. No. Salsa von Abuela. Für Mom und Dad gab's dann kein Halten mehr. Das sieht doch nach Weihnachtsmusik aus. Ich glaube, Miles ist... Borax. Borax mit Bleiche. Was gibt's für uns, DJ? Die beste Platte aller Zeiten. Ach, das liebe ich. Wirst du heute Abend für uns tanzen? Abendessen und Show? Nein. Ich denke nicht. Aber rein rechtlich, solange wir 4 Meter Abstand halten, kann Roxxon nichts sagen. Wir sind auf der sicheren Seite. Mama. Mama ist immer noch beschäftigt. Okay, was jetzt? Baum anmachen? Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Absolut. Er hat das Ding geliebt. No. Nichts ist wie ein echtes Brooklyn-Weihnachten. Das hat er immer gesagt. Das hat geklingelt. Die Tür ist schon ewig kaputt. Miles, machst du das bitte? Ja, ich gehe schon. Finn? Hey, die Klingel geht wieder. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung, Miss Morales. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. hi.
Finn, das ist Genki, mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki, das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nimm dir. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Synchron. Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Also, Weihnachten bei Kerzenlicht? Ich schwöre, das hat auch was, Weihnachten bei Kerzenlicht. Solange wie das Essen fertig ist. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Sind noch andere Gebäude dunkel? Leute auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. Ja, betrifft den ganzen Block. Hoffentlich sieht mich hier oben niemand. Roxans Reaktor soll endlich kommen. Dann gibt's solche Probleme. Ich weiß nicht, wie komme ich denn jetzt? Nicht aus dem Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Ob Miles draußen was machen kann? Hoffentlich. Die Warmhalteplatten können das Weihnachtsessen auch retten. Bioelektrizität hilft gegen Rhino. Aber rettet sie das Weihnachtsessen? Eins. Hat geklappt. Oh Mann, das Licht ist hell. Daran habe ich nicht gedacht. Ich muss so schnell wie möglich rein. Oh Gott, nach unten krabbeln an der Wand, das ist immer... Lenk sie weiter ab, Genki. Nein, hier gibt's nichts zu sehen. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment, wie wär's mit einem Foto? Was, jetzt? Ja, naja, schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Miles? Nein, er hasst Fotos. Okay, alle nah zusammen. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, hey, Miles! Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Riecht gut. Sieht sehr lecker aus. Finn, erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotikclub? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Mams Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Also, was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hast es,
Nee. Das ist deine "Ich hasse es, aber ich sag's nicht" Stimme. Nein, ich... Ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant und ein Friseur und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS, sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plug-in-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommt's, dass du nicht dauernd kotzen musst? Ganz viel Übung. Halt. Hallo? Ich wische nach links. Es geht nicht. Ich habe nach links gewischt. Willkommen jetzt bei Freundlicher Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da. Jemand bittet um Hilfe. Okay, wähle Harlems Züge, fahren nicht über den Aktivitätenreiter aus. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Das war jetzt sehr viel Story-Input, aber wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns auf die Story. Also... gucken wir mal, was die Züge so machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.